Wir alle kaufen online immer mehr ein. Gleichzeitig erwarten wir für jedes Paket eine zuverlässige Laufzeit, eine transparente Nachverfolgung und einen flexiblen Lieferort. Die Paketzentren sind das Rückgrat unseres Netzwerkes. Wir betreiben aktuell 36 Paketzentren in Deutschland mit einer Sortierleistung von ca. 1 Million Sendungen pro Stunde. Neben den steigenden und stark schwankenden Sendungsmengen haben wir insbesondere Herausforderungen in den Packstückgrößen und suchen dort nach Innovationen, die auf gleicher Fläche steigende Sendungsmengen ermöglichen und den Menschen die Arbeit erleichtern sollen. Ja, wir sind hier im Paketzentrum Hagen. Das ist das allererste Paketzentrum, was in Deutschland gebaut wurde. Das macht uns auch so besonders. Wir bearbeiten zwischen 320.000 und 400.000 Paketen an jedem Tag. Das E-Commerce-Geschäft boomt. Wir haben halt sehr viele Sendungen, die wir nicht über die Anlage schicken können, die noch von Hand bearbeitet werden müssen. Durch das Projekt Sperrgut 2.0 und ProGlove sind wir nicht mehr an stationäre Bearbeitungsplätze gebunden, sondern können, egal wo hier in der Halle, diese Sperrgüter bearbeiten. Der Sperrgutbereich ist der Bereich, wo wir unsere nicht maschinenfähigen Sendungen bearbeiten. Heute haben wir ein Sperrgutterminal, was stationär ist. Das heißt, wir haben einen PC, einen Drucker und einen Scanner. Damit bearbeitet der Mitarbeiter die Sendungen. Das Ziel des Projektes ist, das Werkzeug zum Mitarbeiter zu bringen, damit der Mitarbeiter nicht zum Werkzeug muss. Früher mussten wir immer fest an dem Terminal stehen und dann bearbeiten und dann wegtragen. Und heute können wir die Pakete so bearbeiten und direkt wegbringen. Dazu bekommt er 4 Komponenten. Einmal das Smartphone, dann die App, die auf dem Smartphone installiert ist, der Handrückenscanner und der mobile Drucker. Du öffnest die spezielle App. Nachdem das geschehen ist, musst du deinen Handrückenscanner mittels QR-App auf dem Smartphone anmelden. Und dann fange ich schon an, die Sendungen zu scannen. Der Mitarbeiter ist dadurch, dass er sein Werkzeug immer bei sich hat, flexibel. Das heißt, er kann von überall im Sperrgutbereich arbeiten oder auch an den Toren direkt. Er hat seine Hände immer frei. Zudem fällt noch der Arbeitsschritt weg des Aufnehmens von der Scannerpistole und des Weglegens. Weil wir das ja jetzt alles an der Hand haben. Das heißt, der Mitarbeiter scannt und hat genau in dem gleichen Moment auch die Hände wieder frei. Ja, ich bin halt nicht mehr darauf gezwungen, auf die Zuführung zu warten. Und dann praktisch am Ort, wo das Sperrgut schon aufläuft, die Bearbeitung starten. Und habe da natürlich eine enorme Zeitersparnis durch und definitiv mehr Effizienz beim Arbeiten. Mobile Scanlösungen wie von ProGlove werden in der Zukunft die Transparenz und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistung erhöhen.